little busy, Harry. Got some heat, but it's nothing I can't handle. Shut it down, kid. You're racing tonight. Und damit ein herzlich willkommen zur Klaus Beta von The Crew. Checkpoint erreichen. Intercept Negatory. Roads are sealed, dispatch. The Crew ist das neue Autorennspiel von Ubisoft, was ich finde, mit Need for Speed kann man das nicht vergleichen. Das ist einfach noch freier. Hier gibt es so offene Welten, wo man wirklich, wie ihr gerade seht, auch mal die Offroad fahren kann. Was grafisch einfach besser ist. Und ich hoffe, zum einen besser läuft und zum anderen auch. Hat auch noch mehr mit Tuning zu tun. Unit down, repeat, unit down. So, oha. Man kann Autos speziell auf diese Offroad-Trips konfigurieren, sag ich mal. Roadblock to Prime, dispatch. Locker geschafft. Dann wollen wir noch mal. Jo. Harry, I'm clean. I'm on my way. About time, Alex. I've got you a race-ready ride stashed in a barn nearby. Where? Where? You haven't updated your 510 net in a while, have you? See the radar on your mini-map? Yipsala. It should be showing the direction of the nearest data station. The closer you are, the greener it gets. Follow. Skippen wir noch. Da war's noch drüben. Harry, I'm here. What now? We need you at this race real soon, Alex, so let's get your map up to date. Oh, more computer crap, right? That's right. Das Spiel als solches soll im November auskommen, ich meine am 11. Und wie immer bei einer Beta. Ich dachte mal einfach mit dazu, ihr werdet euch denken können, kann sich das Spiel auch noch verändern. Wir haben diese Datastationen all across the country. So we load our own info onto their servers. You can find everything on here, man. Race events, places of interest, you name it. And it's all encrypted and secure. I marked the barn on there, you see it? Yeah. Set a waypoint and get over there. We need you back in Detroit ASAP. So. Oh, wir wollen langer Weg. Get a hustle on, Alex. You ain't got time to screw around. Ah, okay. Dann können wir auf die Mitte drauf zureiben. Das war schwer zu finden ohne Navi. Hey Harry, I'm here. We happy? Oh, we happy? Damn right. I put a lot of money under the hood, so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd. Speaking of which, you need to get here soon, Alex. Your brother's spooked about something. It's not like Dayton. I'm on my way. You need it in Detroit, Alex. Set a waypoint and get over here. And put your game face on. This race is gonna be intense, man. You should see this crowd. I can handle it. No doubt. Just don't forget your brother needs to see you after. Sounds serious. Don't worry, old man. I'm not gonna forget.
Jo, da wollen wir doch hin. Gucken wir mal, was ist überhaupt. Ja, da will ich hin. Ah, jetzt. Das wird auch zu schaffen sein. Was war das? Hätte ich eigentlich eh crashen müssen? Okay. Ja, einmal erstmal weit geflogen. Wir spielen es ja erst seit 3 oder 4 Minuten. Ich muss echt sagen, das macht schon wieder tierisch Fun. Dieses Schwung hin und her fahren. Was? Ja, ist ja gut. Was denn? Ich war doch durch. Nerv mich doch nicht. Wie will das jetzt machen? Ich hab's gar nicht aufgepasst. Okay, das war wahrscheinlich so ein Minigame. Wow! Ich kann halt im Gegenverkehr weiter. Alex, where are you, man? These hopefuls think the local boy ain't gonna show. Relax, I'll be there. Gehst du jetzt schon alles noch? Mist, ich komme nicht mehr auf die richtige Seite rüber. Oh. Und gleich wieder auf der passenden Seite, super. Weil mich solche Crash Camps immer mega stören. Ich bin so einer, es kann sein, dass ich mal echt eine perfekte Strecke fahre. Aber es kann auch sein, dass ich da echt viel umholze. Und dann nervt so eine Crash Cam mega. Beim ersten Mal war ich noch nicht anzuschauen und danach macht das dann keinen Spaß mehr. So, das würde ich auch gerne machen. Die Spielwelt soll auch mega groß sein. Da soll man echt über eine halbe Stunde brauchen von einer Seite bis zur anderen. Zumindest laut dem Bericht, den ich letztens gelesen habe. Kennt man ja, dass dann in Spiele was rein soll. Dass zumindest Verlage dann sagen. Aber im Endeffekt das gar nicht so ist. Wo ich mir es hier gut vorstellen kann. Die Map sieht schon ordentlich groß aus. Bei dem Rennen laber ich euch jetzt mal nicht mehr dicht, sondern lasse ich das mal einfach genießen. So,
Ja, und so fällt man sowas, ne? Scheiße, immer falsch abgebogen. Und dann war's das schon. Angucken müssen wir uns das sogar nochmal. Ja. Naja, boah, das nächste Video. Eigenschaft, das lässt sich echt ganz gut steuern. Ich hatte meine Befürchtungen, nachdem ich Watch Dogs gespielt hatte, wo ich sagen muss, dass mir die Steuerung von den Autos gar nicht gefallen hat. Ich fand das halt gar keinen Spaß mehr, muss man echt lange dran gewöhnen. Lässt sich das hier echt, das geht gut von der Hand. Die Autos lassen sich gut steuern. Auch mit so ein bisschen Übung lassen sich da richtig coole Drifts und sowas machen. Ich hoffe, wir sehen auch noch was vom Tuning. Aber das werden wir höchstens in der nächsten Folge tun, denn das war die erste Folge von The Q, der Closed Beta. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Daumen nach oben nicht vergessen und kommentieren. Bis denn, ciao.